bin der Sohn von Knossi. Jedenfalls nach der 1000 Kommentare, die ich jeden Tag bekomme, bin ich entweder der Sohn von Knossi, der Klon von Knossi oder der hässliche kleine Bruder von Knossi. Leute, ich würde mir niemals anmaßen, mich mit diesem Adonis von einem Mann zu vergleichen. Dieser Mann ist reich, gut aussehen, hat eine verdammt reiche Freundin. Der Mann hat das Leben durchgespielt. Und mit mir verglichen zu werden, ist für Knossi wahrscheinlich ein Stich. Stich ins Herz. Sich dieser Typ so fragen. Und so zum Geier habe ich mir seit Jahren den Arsch abgearbeitet, damit ich jetzt mit diesem Lappen verglichen werde. Leute, dieser Typ hat bei Seven vs. Wild mitgemacht. Zweimal. Während der Typ in der Wildnis war und Sascha Huber sein Dick gezeigt hat, war ich in Berlin, Moabit, musste mir von meinem Späti Klopapier ausleihen, weil ich mir sonst in die Hose geschissen hätte. Aber Leute, ich erkenne natürlich die Ähnlichkeit. Wir schreien beide ziemlich viel rum, sind beide blond und in der Sonne sieht man unsere Augenbrauen nicht. Was dafür sorgt, dass wir beide manchmal ziemlich dumm aussehen. Aber ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob ich Knossi jetzt so ähnlich sehe, weil ich halt schon gefühlt mit jedem blonden YouTuber auf der Plattform verglichen wurde. Außer Cockcrafter. Das erscheint zu schön für mich. Warum sehen alle anderen eigentlich immer so scheiße gut aus? Aber Leute, glaubt mir, ich würde es mir wünschen, mit Knossi verwandt zu sein. Einfach nur mal in dem Palast zu stehen, was dieser Mann ein Haus nennt. Ich meine, guckt euch das an. Der Mann hat in seinem Haus mehr Klopapier, als ich in meinem ganzen Leben wegkacken könnte. Aber als ich diese ganzen Kommentare bekommen habe, Leute mir halt gesagt, dass ich aussehe wie Knossi, habe ich wirklich mal so generell gemerkt, dass mein Körper und mein Aussehen ziemlich merkwürdig sind. Und Leute, ich habe mir einfach mal gedacht, ich ziehe jetzt einfach mal alles aus, was mich zu diesem leichten, abgefuckten Mann gemacht hat, der ich jetzt bin. Wenn ihr am Ende des Videos immer noch der Meinung seid, dass ich der Sohn von Knossi bin und nicht einfach nur meine eigenen Probleme habe, dann schreibt es in die Kommentare. Also, der Grund, warum ich so geisteskrank bleich bin, liegt hauptsächlich daran, dass ich ein Albino bin. Ja, ihr habt richtig gehört. Alle Albino-Witze, die ich mein ganzes Leben lang abbekommen habe, sind tatsächlich wahr. Nur ist das Ganze bei mir noch mal ein bisschen komplizierter. Ich bin kein typischer Albino, also wie mit der übelst weißen Haut. Eigentlich bin ich gar kein Albino dieser Art. Ich habe eine Form des Albinismus, die sich nur auf die Augen beschränkt. Also in meinem Auge filtert etwas, das dafür verantwortlich ist, Licht zu filtern. Also bei euch ist es wahrscheinlich so, wenn ihr aus dem dunklen Raum Sonnenlicht geht, dann habt ihr ja immer diesen kurzen Moment, wo eure Augen so wehtun, dass sich halt eure Augen erstmal an das Licht gewöhnen müssen. Wenn ihr dann halt eine Zeit draußen im Licht seid, dann tun eure Augen halt weniger weh. Ihr könnt dann alles sehr gut sehen, weil sich eure Augen halt an das Licht, die Helligkeit gewöhnt haben. Bei mir ist es aber so, dass meine Augen sich nicht an das helle Licht gewöhnen können. Licht halt einfach zu hell ist, sehe ich einfach gar nichts. Meine Augen tun einfach scheiße weh. Das ist halt auch der Grund, wenn ihr mich mal draußen seht. Ich halt immer mit der Cap rumlaufe, die ich mir halt so bis unter die Augen ziehe. Oder eine Sonnenbrille auf habe, die so dunkel ist, dass sie eigentlich nur für Gletscher gedacht ist. Das ist auch der Grund, warum ich so gerne Skifahren gehe. Weil ich beim Skifahren den ganzen Tag so eine Gletscherbrille aufhaben kann. Und niemand schaut dich blöd an. Ich sag's euch, Chiago lebt mein Traum. Das ist halt auch der Grund, warum ich so verdammt bleich bin. Weil ich halt einfach nicht so gerne in die Sonne gehe, dass ich meine Augen dann halt immer so anfühle, als würde da jemand mit zwei Nadeln reinstechen. Nervig ist auch vom Bildschirm Texte abzulesen, weil meine Augen halt nicht in der Lage sind, nicht richtig zu fokussieren. Das ist halt alles, was ich so versuche zu lesen, so total verwackelt und verwischt. Also kein Scheiß, wenn ich versuche, was von einem Bildschirm abzulesen, dann zittern einfach so die Wörter. Weil meine Augen halt irgendwie so versuchen, das so nachzujustieren. Ich bewege auch immer wie so ein völlig behämmerter mein Kopf so beim Lesen. Und dann muss halt so übelst nah rangehen. Irgendwie versuchen muss, diesen Fokus halt nachzujustieren. Ich weiß auch, wie ich einmal mit meinen Eltern in der Oper war. Für die von euch, die noch nie in der Oper waren, die sind so gut wie nie auf Deutsch. Also meistens auf Latein oder so. Der Text wird immer simultan auf Bildschirmen über der Bühne übersetzt. Als ich das eine Mal mit meinen Eltern in der Oper war, waren das keine Bildschirme, sondern die Übersetzung wurde so mit Licht an die Wand projiziert. Und Leute, ratet mal, wie viel ich davon lesen konnte. Gar nichts. Das Stück war halt auf Hebräisch. Nach zwei Stunden habe ich halt wirklich aufgegeben, irgendwie zu checken, worüber die gerade singen. Leute, falls ihr euch fragt, wie lange das Stück geht, 4 Stunden. Schlimmster Geburtstag ever. Die Sache ist, wenn man so übelst bleich ist wie ich, dann hat man einfach kein Gesicht. Mir wird dann ständig gesagt, dass mein Gesicht so aussieht, es würde doch irgendwie was fehlen. Weil mein Gesicht einfach durch meine bleiche Haut einfach keine Konturen hat. Das Einzige, was meinem Gesicht irgendwie so ein Erscheinungsbild gibt, sind dann einfach meine Haare. Und da wird es auch nicht unbedingt besser. Ich habe das halt wirklich krass bei der Gamescom gemerkt. Bei der Gamescom war es halt so, dass ich halt das erste Mal in meinem Leben so öfter erkannt wurde. Und ich habe halt wirklich gemerkt, dass die Leute mich nur erkennen, wenn man meine Haare sieht. Immer wenn ich meine Cap auf hatte, hat mich wirklich niemand angesprochen. Und immer wenn ich meine Cap da wieder abgenommen habe, kamen auf einmal Leute zu mir und habe ich nach dem Foto gefragt. Das war irgendwie ziemlich crazy. Problem mit meinem Gesicht sind halt wirklich einfach die blonden Augenbrauen. Damit wurde ich wirklich von Gott gestraft. Weil es halt in der Sonne immer so aussieht, als hätte ich einfach gar keine Augenbrauen. Und dann dazu auch noch, wurde ich auch mit so ziemlich jeder Allergie gestraft, die es auf diesem Planeten gibt. Ich habe eine Allergie gegen Birken- und Gräserpollen. Weiß nicht, wie gut ihr euch damit auskennt, aber wenn man eine Pollenallergie hat, dann tritt oft etwas auf, was man Kreuzallergie nennt. Das bedeutet halt bei mir, dass ich durch die Pollenallergie auch allergisch gegen Steinobst bin. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, Dani, was ist Steinobst? Ja, Leute, gefühlt jedes Obst ist Steinobst. Also ich kann zum Beispiel keine Äpfel essen, weil sonst mein Hals anfängt zu jucken, meine Lippen fangen anzuschwellen, meine Zunge bekommt so komische Blasen, so scheiße wehtun. Deshalb sehe ich auch so scheiße ungesund aus, weil ich halt einfach so sau wenig Obst esse, deshalb immer so todesabgefuckt aussehe. Und zu der Pollenallergie kommt dann auch noch starkes Asthma dazu, was dafür sorgt, dass rausgehen im Frühling genauso angenehm ist, wie ohne Raum an zum Vakuum des Weltalls zu flowen. Wisst ihr eigentlich, wie anstrengend es ist, keine Luft zu bekommen? Es ist so fucking nervig, könnt ihr euch das nicht vorstellen. Weiterer nerviger Nebeneffekt meiner Pollenallergie ist der Heuschnupfen. Wenn du Heuschnupfen hast, deine Augen einfach konstant am Jucken und total gereizt. Noch schlimmer ist, dass meine Nase einfach die ganze Zeit am Jucken ist. Ich bin auch so ein bisschen gegen Hausstaub allergisch. Aber ganz besonders schlimm ist es im Frühling und Sommer. Das Nervige daran ist halt immer, weil ich halt immer so aufgedreht bin. Die Leute halt irgendwie schon immer nachgesagt haben, ja, der Typ kokst, ist am Koksen. Und Leute, ich kokse nicht, habe ich auch nie und werde ich niemals tun. Aber weil meine Nase halt immer so übelst am Jucken ist, ich halt nicht wie so Larry halt immer popeln möchte, reibe ich mir halt immer so in die Nase. Ich denke einfach ständig, Leute, dass ich am Ziehen bin wie Henry Hill aus Goodfellas. Aber Leute, wenn ihr denkt, es ist vorbei, dann liegt ihr falsch. Man würde jetzt denken, okay, ich wurde genug gestraft, aber ich habe Otto mal die ganze Scheiße nochmal so ein richtig dickes Fick dich bekommen. Und dieses Fick dich ist meine Neurodermitis. Für die von euch, die nicht wissen, was das ist eine Hautkrankheit, die sich bei mir so äußert, dass wenn ich anfange zu schwitzen, juckt mein ganzer Körper. Also immer, wenn ich Sport mache, stehe ich einfach immer nur so
und da bin ich einfach nur die ganze Zeit so am Kratzen. Und das am ganzen Körper. Ich bin doch immer der Typ, der bei minus 10 Grad im T-Shirt rausgeht, weil es für mich halt 100-mal angenehmer ist, mir halt übelst den Arsch abzufrieren, als halt nur so ein bisschen zu schwitzen. Meine Mom musste für mich damals wirklich die Zettel in der Schule abgeben, dass mich kein Lehrer zwingen darf, die Jacke anzuziehen. Ich weiß auch, wie meine Mutter da mit der Schulleiterin geredet hat und so weiter. Selbst wenn draußen ein Blizzard ist und der Junge sagt, ihm ist warm, muss er keine Jacke anziehen. Ist das klar? Deshalb habe ich auch irgendwie so ein ganz merkwürdiges Verhältnis zu Kälte. Denn keine Ahnung warum, aber wenn der Sommer anfängt, bin ich angepisst. Weil so ungefähr ab Mai ich halt nichts mehr sehen, essen, riechen und machen kann. Mein Körper wurde wirklich so für 11 Grad und Nieselregen ausgelegt. Da fühle ich mich wohl. Und jetzt ist halt die Frage, ist Knossis Körper genauso abgefuckt wie meiner? Oder bin ich in meiner Abgefucktheit tatsächlich einzigartig? Falls Knossi genauso ist wie ich, mir dieses Schicksal teilt, also in die Sonne zu gehen und nach 2 Minuten so einen krassen Sonnenbrand zu bekommen, dass man eigentlich den Krankenwagen rufen müsste, dann würde ich mich freuen, mit diesem Mann verglichen zu werden. Aber so? Nee. Leute, es ist physikalisch für mich nicht möglich, im Sommer braun zu werden. Entweder bin ich weiß oder ich bin rot. Was dazwischen gibt's nicht. Junge, wenn ich am Strand mein T-Shirt ausziehe, ich einfach raus wie der fucking Vollmond. Also falls ich der Sohn von Knossi, der Klon von Knossi, der hässliche kleine Bruder von Knossi bin, dann bitte Leute, schreibt mir in die Kommentare, Knossi mit diesem Leben umgeht. Weil langsam fuckt's echt ab. Knossi, wie zum Geier hast du diese fette Villa bekommen, ohne rauszugehen? Da arbeite ich gerade dran. Und mein abgefuckter Körper steht mir da so ein bisschen im Weg. Also falls ich Knossis Sohn bin, dann Dicker, nimm mich einfach auf und lass mich in deiner Villa wohnen. Und hör doch mal diese ganzen Kommentare auf, die alle sagen, dass ich Knossi 2.0 bin. Also Leute, nachdem ihr das jetzt alles gehört habt, jetzt mal ganz im Ernst. Glaubt ihr wirklich, dass ich Knossis Sohn bin? Ja? Aber hässlich? Jetzt reicht's mir, jetzt reicht's! I said it last year when I hit